Jetzt, wo du deinen Drachen erlegt und seine Schätze mit aus der Grube getragen hast, deinen Seelenweg kennst, gilt es, diese Seelenattribute nutzbar zu machen. Man ist in die fünfte Phase auf dem Lebensrad eingetreten, der Umsetzung des eigenen Seelenwegs. Das eigene Leben gilt nun praktisch nur noch dem Dienst der Seele und dadurch einer Gemeinschaft. Das muss nicht jeder so empfinden. Es ist auch hier nur eine Tendenz, okay? Es gibt kein richtig oder falsch. Jedoch wird man wirklich öfters das Bedürfnis haben, seine Fähigkeiten den Menschen zur Verfügung zu stellen. Und darum wird es auch für den Rest des Lebens gehen. Und was kann schöner sein, als durch seine Leidenschaft, seine Berufung, seinen Seelenweg anderen einen Mehrwert zu schaffen? Nicht umsonst sprechen alle Weisen davon, dass Geben seliger ist als Nehmen. Das ist also die Aussicht, die man gewonnen hat. Und einen Erfahrungsschatz, den einen niemand mehr nehmen kann und aus dem man den Rest des Lebens schöpfen wird. Auch erst dadurch werden einem wirklich die Tore geöffnet für diejenigen Archetypen, die uns so faszinieren. Der Magier, der König, der Älteste, der Weise, der Meister. Diese werden nach und nach relevanter ab der fünften Phase auf dem Lebensrad. Ach ja, die Frauen unter euch werden sich vielleicht gewundert haben, warum ich gesagt habe, dass eher Männer den Drang zur Heldenreise verspüren. Nun, scheinbar hat das eine archetypische oder evolutionäre Komponente, wenn man so will. Aber vielleicht auch, weil Männer weniger natürliche Initiationen und Heldenprüfungen durchleben müssen als Frauen. Denn bei vielen Frauen lösen nur schon die erste Menstruation und das Gebären einen großen fundamentalen Veränderungsschub aus, wodurch sie gezwungen sind, sich völlig neuen Herausforderungen zu stellen, während Männer sich diese eher selbst suchen müssen. Auch scheint bei den Männern die Mutterablösung ein größeres Problem zu sein als bei den Frauen. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Man könnte hier noch unzählige Beispiele anbringen. Und wen es genau interessiert, der kann sich gerne hier nach mehr Informationen umschauen oder liest bei meinen Lehrern nach. Die restlichen Phasen des Lebensrats werde ich vielleicht mal noch in anderen Videos erklären. Oder, wenn es dich genau interessiert, dann empfehle ich dir, das E-Book auf Patreon zu holen. Weiter geht's mit den Königsdisziplinen, die einen etwas anderen Teil des menschlichen Seins erläutern. Und nicht vergessen, whatever you do, the Creator is you.